Wenn Sie zu Hause Möbel, edle Möbel aus dem 19. Jahrhundert haben, dann haben Sie in der Regel Möbel im Mahagoni, Kirschbaum, Nussbaum, aber auch Esche, Birke. Und diese Möbel sind in der Regel furniert. Die älteren davon, die aus der Biedermeierzeit, wie diese Nussbaumkommode hier, die haben noch richtig dickes Sägefurnier, also hier 3 mm stark, weil diese Furniere noch mit der Hand gesägt worden sind. Aber dann bereits so ab 1830 gab es auch in Deutschland Furnierschneidemaschinen, sodass dann die Furniere immer dünner wurden. Zuerst wurden diese Maschinen mit Pferden angetrieben, später mit Dampfmaschinen. Aber wir haben bereits hier im Louis Philippe, aus dem diese Möbel hier stammen, also 1850, Furnierstärke von unter 1 mm. Diese alten Möbel haben in der Regel eine Schellackpolitur drauf. Und diese Schellackpolituren sind manchmal wirklich noch so gut erhalten, dass man sie nur aufpolieren muss, um wieder schönen Glanz zu bekommen. Das ist eben der Vorteil dieser Polituren, die wirklich auch 200 Jahre alt sein können und noch sehr schön glänzen. Ein Vorteil gegenüber den heutigen synthetischen Lacken. Das erste Mittel, was ich immer anwende, ist hier diese Hochglanzpolitur von Zweihorn. Ich mache normalerweise ja nicht so Werbung für bestimmte Firmen, aber ich kenne einfach keine Alternative zu dieser Hochglanzpolitur. Sie wird ja auch benutzt, um die letzten Ölreste bei einer neuen Schellackpolitur zu entfernen. Aber hier in dem Fall, jetzt dient sie zur Regenerierung dieser Fläche. Oder manchmal weiß man ja auch gar nicht genau, was habe ich denn überhaupt, was ist überhaupt für eine Oberfläche drauf. Und das sieht man eigentlich dann sehr schnell, auch wenn man diese Hochglanzpolitur aufträgt, ob es Schellack ist. Denn dann wird die Fläche relativ schnell schön glänzen. Und man sieht hier sofort am ganzen Dreck, der hier abgeht, dass das also hier das ideale Mittel eigentlich ist, um diese diesen kirschbaumfurnierten Vitrinenschrank zu regenerieren. Diese Politur sollte also jeder eigentlich zu Hause haben, der schellackpolierte Sachen hat. Da kann man wirklich immer mal wieder mit drüber gehen und Glanz erzeugen und den Dreck entfernen. Also eine normale Möbelpolitur ist dafür schellackpolierte Flächen nicht geeignet. Denn da haben wir oft dann Kriechöle drin, also Öle, die nicht trocknen und die dann eher für eine matte Oberfläche irgendwann sorgen. Und man sieht hier eigentlich bestimmt schon jetzt recht deutlich, dass sich hier was tut und hier Glanz entsteht. Und somit hätte man also hier diese Fläche gerettet, mit originaler Patina sozusagen auch. Ja, leider kann ich den Schrank so nicht behandeln, hätte ich gerne. Aber es ist schon von einem Vorgänger ganz viel geschliffen worden. Das Schleifen jetzt hier ist allerdings wirklich bei furnierten Möbeln keine Option. Also den Schellack abzuschleifen, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Denn man ist ja einfach viel zu schnell, gerade bei diesen dünnen Furnieren, aufs Blindholz durch. Das ist ja klar, ist gerade mit einer Maschine, man kann einfach gar nicht so gut arbeiten, dass man da keine Schäden verursacht. Dafür gibt es dann also wirklich andere Mittel, da komme ich gleich auch noch zu, wie man diese Fläche hier dann abnehmen sollte. Schauen wir uns das Ganze mal bei dieser Mahagoni-furnierten Türe an. Sieht natürlich schon
bisschen schmutziger aus, das Ganze. Man sieht hier überall Ränder da, sehr dunkel. Ob da noch was zu retten ist, nur mit dieser Politur. Ja, geht also auch jede Menge Dreck erstmal ab. Also richtig schön wird sie nicht mehr, die Fläche. Ja, man sieht also hier deutlich, dass es hier nicht reicht mit der Hochglanzpolitur, das zu regenerieren. Hier sind doch immer noch sehr viele Flecke drauf, sodass ich hier jetzt mit 600er Papier schleifen werde. Dadurch gehen diese ganzen Flecke jetzt ab. Und werde dann hier einen Ballen auftragen. Beim Polieren gehe ich jetzt so vor, dass ich meinen Schellack nicht hier in den Ballen hinein tue, sondern nur den Tropfen Polieröl und meinen Schellack hier aufstreiche, damit auch in den Rändern und überall Schellack hinkommt. Ich nehme dann den Schellack auf hiermit. Im Prinzip habe ich dann jetzt so viel Schellack im Ballen, wie ich auch normalerweise habe, wenn ich ihn getränkt habe. Nur, dass ich jetzt den Schellack eben hier von der Fläche wieder abnehme, den ich hier mit dem Pinsel aufgetragen habe. Das sieht jetzt schon ganz anders aus als mit der Hochglanzpolitur. Aber man sieht jetzt auch hier, wo ich mal kurz mit 220er Papier geschliffen habe, dass hier auch Strieben zu sehen sind. Also das ist schon auffallender mit dem groben Schleifpapier. 400er und 600er Papier ist eigentlich nicht zu sehen und wird durchs Polieren gar nicht mehr sichtbar sein. Bei dieser nussbaumfundierten Tür sieht man gleich, das ist keine Schellackpolitur mehr. Da ist also garantiert irgendein Lack draufgekommen irgendwann mal. Der muss irgendwie runter. Nicht schleifen, sondern wir versuchen jetzt als erstes mit dem Lösungsmittel Ethanol. Nach meiner Erfahrung wird das zwar alles nicht hinhauen, aber wir probieren es mal. Gleich Folie drüber, damit es gut einwirken kann. Als zweite Lösungsmittel hätten wir dann die Nitroverdünnung. Das klappt auch schon mal manchmal. Mal hier ein bisschen drauf. Da die Folie drüber. Und wenn das nicht klappt, dann müssen wir tatsächlich mit einem Abbeizer rangehen. Oder eventuell, es kommt je nach Möbelteil auch und so, geht es auch schon mal mit Salmiakgeist. Da habe ich aber auch schon extra Video drüber gedreht. Salmiakgeist und heißem Wasser. Da muss man natürlich dann bei funierten Möbel sehr schnell arbeiten und aufpassen, dass sich nicht die Furniere lösen. Wir gucken erstmal hier, was sich hier tut. Wir können aber auch schon mal hier Abbeizer drauf machen. An einer Stelle. Der wirkt meistens dann auch recht schnell.
So, jetzt müsste sich eigentlich schon was getan haben bei dem Lösemittel, wenn es wirken sollte. Ja, schon lange am Abrieb sieht man hier, dass ja nicht viel abgeht. Das wäre jetzt mit Ethanol. Wirkt schon mal gar nicht. Auch hier bei der Nitroverdünnung merkt man eigentlich schon, dass auch da sich nichts tut. Vielleicht ganz wenig mehr, aber das ist nicht der Lack, der da drauf ist. Das ist nichts. Ja, geht eigentlich nur mit Abbeizer oder Salmiakgeist. Ja, eher nicht wahrscheinlich, weil hier der Lack wahrscheinlich mit Salmiakgeist nicht abgeht. Also warten wir noch mal kurz hier bei dem Abbeizer. Ja, man sieht hier schon nach 5 Minuten, dass es ganz klar wirkt. Das wird richtig dunkel, wie das Nussbaumholz eigentlich auch ursprünglich war. Das kann man natürlich dann den Abbeizer mit Ethanol dann abnehmen und dann gleichzeitig auch diesen Lack, der da drauf ist, ab. Ja, das wäre also die Tür, ein Fall für einen Abbeizer.